Oh, was ist los? Ah, es ist schon morgen. Zeit zum Aufwachen. Endlich ist es Zeit für mein Lieblingsfest. Halloween. Ich hatte sogar Zeit, mein Kostüm vorzubereiten. Ich habe auch eine tolle Idee, wie man Vita erschrecken kann. Ich weiß, dass sie mehr Angst vor Geistern als vor allem anderen in ihrem Leben hat. Also nehme ich einen Luftballon und zeichne ein schreckliches Gesicht. Super, er sieht schrecklich aus. Fertig. Und jetzt gehe ich zu Vita. Ich frage mich, was jetzt passieren wird. Ich habe noch passende Handschuhe. Ach, natürlich. Was ist ein Streich ohne verstreute Süßigkeiten? Jetzt fällt nur noch der letzte Schlitz. Ich bin schon gespannt, wie begeistert sie von diesem grünen Schleim sein wird. Ich soll nicht vergessen, die Zimmer zu versiegeln. Ja, ich lasse sie glauben, es sei eine Mauer. Guten Morgen. Ah, wie schrecklich! Was ist mit meinen Händen passiert? Was für ein Albtraum! Ich zeige es dir, Alex! Ah! Ah! Sehr lustig! Was ist denn das? Wie kann ich jetzt rauskommen? Nee, 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 nee! Was hältst du von meinem Scherz? Du wirst noch von mir kriegen. Wie kann ich es ihm heimzahlen? Genau! Es wird ihm gefallen, die blutigen Abdrücke auf dem Handtuch zu sehen. Ach so, die rote Farbe, was ich brauche. Oh. Erledigt! Es sieht super aus! Geschafft! Aber das ist nicht genug. Ich lasse Alex sich auch in der Dusche mit blutigem Wasser waschen. Ich kann mir auch schon vorstellen, wie er schreien kann. Und natürlich, es kann nicht ohne eine klassische Inschrift auf dem Spiegel sein. Alles ist bereit. Nun, es ist an der Zeit, in die Dusche zu gehen. Ah, was ist das? Was für ein Schrecken! Hilfe! Puh, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Was ist denn das? Und da ist auch Blut. Was? Jemand beobachtet mich. Hilfe! Alex, was hältst du von meinem Scherz? Es ist überhaupt nicht lustig. Ich habe eine Idee für einen Scherz. Ich brauche dafür eine Schachtel Flocken. Und etwas Milch. Zuerst mache ich alles wie gewöhnlich. Ich nehme die Schüssel. Und gebe die Flocken hinzu. Fertig. Aber das ist noch nicht alles. Ohne Würmer wird der Streich nicht funktionieren. Ich schütte die Kleinen in die Flockenpackung. Och, was passiert gleich? Vita, hör auf dein Tablet zu starren. Frühstücke lieber etwas. Ja, ja, ich stimme zu. Es ist schon die Frühstückszeit. Das ist so lecker. Was? Ja? Ja, ich mag auch Flocken. Ich kann nicht wegsehen. Das ist
So interessant. Wo ist die Milch? You. Ich wünsche mir guten Appetit. What? Was? Warum bewegen sich die Flocken? Das ist furchtbar! Alex, bist du verrückt? Das war nur ein Scherz. Ich habe eine tolle Idee. Ich werde Alex die gruseligste Filmvorführung aller Zeiten organisieren. Dafür soll ich einen speziellen Tisch mit einem Loch in der Mitte anfertigen. Ich nehme Pappe und schneide einen Kreis in der Mitte. Dann bedecke ich den Tisch mit dem Tuch und schneide wir hier auch durch. Die Hauptsache ist, dass der Kopf perfekt durch das Loch passt. Ich brauche noch einen Eimer Popcorn. Das wird ein Köder für Alex sein. Oh, yes! Okay. Er wird sich freuen, wenn er ein Gesicht im Popcorn sieht. Der Streik hat begonnen. Oh, Popcorn! Wie cool! Und noch ein Horrorfilm. Das nenne ich das richtige Halloween. Wow! Aua! Verbeißt mich an! What? Das bin ich! Ich will dich fressen! Ha! Das ist ein Skelett im Popcorn! Hilfe! Ich wusste, dass der Streich funktionieren wird. Meiner Meinung nach war das genial. Ich muss an etwas ganz anderes denken. Eine Idee. Was wäre Halloween ohne Kürbis? Ich brauche ein Messer, schneide hier oben ab und dann mit einem Löffel werde ich die nutzlosen Innereien los. Damit bin ich fertig. Jetzt soll ich ein Kürbisgesicht schnitzen und es so ausdrucksstark machen wie möglich. Wow! Ich lege einige Kerzen in den Kürbis, um das Gesicht so gruselig wie möglich zu gestalten. Wow! Super! Sehr aufmerksam stelle ich die Kerze. Und verstecke den Kürbis unter sein Bett. So, er ist nicht da. Ich mag diesen Streich schon sehr. Jetzt muss nur noch eine blutige Spur zum Bett geleckt werden, damit Alex unbedingt darunter schaut. Dazu muss ich nur die Sohlen meiner Turnschuhe mit roter Farbe einfärben. Übrigens lässt sich die Farbe hinher nur schwer wieder abwaschen. Also wiederhol das nicht zu Hause. Okay. Let's go. Und jetzt lasse ich die Spuren. Alles, was noch zu tun ist, ist auf Alex zu warten. Ja, das war so cool. Hey? Was ist das? Wohin folgen Sie? Unter mein Bett? Huh? Ah, was für ein Horror! Hilfe! Der Kürbis wird mich auffressen! Was bist du doch für ein Angsthase? Angsthase? Das hast aber du gemacht! Nichts Lustiges! Oma, die Gloria hat schon wieder Hunger. Diesmal wünsche ich mir einen Lutscher. Der soll schön bunt sein und am Stiel. Alright, alright. Ja, alles klar, das können wir schaffen. Ich mache das so, wie ich es auch mein ganzes Leben lang gemacht habe. Zuerst müssen wir das Karamell kochen. Etwas Zucker kommt eben ins Wasser und ständig umrühren. Seltsames Rezept. Kann ich das wiederholen? Also Wasser mit Zucker. Okay. Oh. Awesome. Zuerst muss ich die Temperatur des Karamells prüfen, bevor ich das in die Formen gieße. Okay. Perfekt. Jetzt kommt das Karamell in die Formen.
Und natürlich ein paar Regenbogentöne hinzufügen. Die werden Gloria gefallen. Eindeutig. Das hätte ich ja fast vergessen. Es muss ja ein bunter Lutscher sein. Ich werde einen natürlichen Farbstoff verwenden. Wow, Oma, du bist voll stark. Oh ja, ich kann eben vieles. So, das Karamell kommt jetzt in die Förmchen. Und die Stäbchen nicht vergessen. So, das Karamell ist fast gefroren. Jetzt bauen wir den Lutscher zusammen. Ach du meine Güte, sieht ja toll aus. Ich lege all diese Karamellwürstchen zusammen und drehe sie einmal ein. Das wird mein Lolli. Wunderbar. Der perfekte Lolli. Wow. Unglaublich. Hä? Riecht nach was Verbranntem. Das ist ja mein Karamell. Es ist verbrannt. Enkelin, du bist so tollpatschig. Was soll ich denn tun? Okay, kneten kann ich auch. Bingo. Ich benutze einfach bunte Knete. Daraus mache ich solche bunten Würstchen. Und daraus mache ich dann eben ein Bündel. Genauso wie es die Chefköchin gemacht hat. Ein wunderschöner Regenbogenlutscher. Sieht gar nicht schlecht aus. Wir sind fertig. Was wird wohl die Gloria auswählen? Die Knete von der Schwester? Oder diesen riesengroßen Lutscher der Köchin? Ich möchte gleich alles. Sieht ganz schön normal aus. Was für ein merkwürdiger Geschmack. Probieren wir mal das hier. Riecht etwa nach Knete? Das ist ja Knete. Boah, das ist doch voll gemein von dir. Was für eine Schönheit. Richtig süß und richtig toll. Dieser Lutscher hat gewonnen. Ja, habe ich doch gewusst. Und diesmal wünsche ich mir Chips. Ah, die sind nicht schwer zuzubereiten. Schwester Jane, die Köchin und die Oma sind schon bereit. So, erstmal die Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden. Hey, so ein Ding habe ich nicht. Womit soll ich denn die Kartoffeln schneiden? Ich muss was Passendes finden. Was könnte das sein? Ha, ich nehme einfach diesen seltsamen Kamm hier. Ach du meine Güte. Na, wieso denn nicht? Solange ich damit was schneiden kann? Nein, Jane. Schöne Chips. Werden so gemacht. Schaut euch diese wunderbare Maschine an. Einfach die Kartoffel aufspießen und in kleine Spiralen schneiden. Ach, was für eine Angeberin. Ich mache das auf die altmodische Art. Jetzt kommen die Kartoffeln in die Bratpfanne. Oh, sie wollte doch Chips und keine Pommes frites. Meine Spiralen kommen in die Fritteuse. Fritteuse? Will ich auch. Endlich ist alles bereit. Was hier noch bleibt, ist servieren. Mit Paprika und Salz natürlich. Die Oma ist auch fertig. Also, bei mir fehlt nur noch Ketchup. Noch ein bisschen Salz? Hier, Enkelin. Großmutters Pommes duften gut. Die Chips der Schwester sehen gut aus. Und die Chips von der Chefköchin sind einfach nur wunderbar. Womit soll ich anfangen? Was ist das denn? So viel Ketchup. Muss wohl Jane gemacht haben. Die mag Ketchup. Oh, ganz in Ordnung. Kann man essen. Sind das etwa Bratkartoffeln? Das wollte ich doch gar nicht. Wow, die sehen ja toll aus. Schmecken einfach fantastisch. Köstlich. Ich wähle diese Chips hier. Ja, ich habe gewonnen. Ein Tic-Tac? Aber das ist noch viel zu wenig. Ich habe eine ganze Schachtel. What? Hey. Schau mal, was Diana hat. Ja, schaut es euch an. Ich
habe eine mega große Schachtel. Come on! Voll cool. Aber Lilly kann anfangen. Ich weiß schon. Mein Tic-Tac ist mit Coca-Cola-Geschmack. Ich liebe Cola. Köstlich, aber viel zu wenig. Mary, jetzt bist du aber dran. Hurra! Ich bin immer bereit, was Leckeres zu essen. Hä? Was soll das? Na, jetzt macht schon. Du hast deine Tic-Tacs verstreut. Oh no! Nichts dergleichen. Die mögen zwar auf dem Tisch verstreut sein, aber ich kann sie trotzdem essen oder aufsaugen. Yes! Ich bin begeistert. Diana, jetzt bist du dran. Ah, na endlich. Ich kann es kaum erwarten. Wow. Schaut mal, wie viel ich davon habe. Es ist köstlich. Hey, wieso teilst du nicht mit uns? Du hast doch so viele Päckchen. Teilen von wegen. Das ist so lecker. Das will ich am liebsten selber essen. Verdammt. Genau. Ich habe eine Idee, wie ich Diana mindestens eine Kiste klauen kann, ohne dass es jemand bemerkt. Wenn ich von dieser Seite aus zugreife, wird sie nichts bemerken. Hey, woher hast du das? Das sind doch meine Tic-Tacs. Na warte, jetzt könnt ihr was erleben. Das ist für euch. Please. Es reicht. Bitte hör auf. Bitte. Beim nächsten Mal überlegt ihr euch zweimal, ob ihr mir mein Tic-Tac klaut. Moment mal, das sind doch Süßigkeiten. Ich kann die einfach mit dem Mund auffangen. Eine geniale Idee hast du da. Das ist für euch. Mist, mir ist die Munition ausgegangen. Wir hatten aber genug davon. Meine Güte, ist das Knoblauch? Sieht so aus. Gefällt mir gar nicht. Pech für euch, Mädels. Ich habe nur ein Stück Knoblauch. Also kannst du auch anfangen. Okay. Das wird schnell gehen. Schaut mal, wie ich ihn schäle. Oh, das ist ja voll cool. Ratzfatz geht das. Oh nein, gefällt mir gar nicht. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Weißt du, wie ich dir helfen kann? Du brauchst eine Knoblauchpresse. Mit ihrer Hilfe wird das Essen von Knoblauch weniger unangenehm sein. Komm schon, Lilly, mach den Mund auf. Oh nein, vielen Dank. Mach den Mund auf. Ich werde dir helfen. Na, gefällt's dir? Oh, das ist schrecklich. Das ist das Schlimmste, was ich je gegessen habe. Hey, was für ein Gestank. Jetzt müssen wir das Zeug riechen. Lilly, hier hast du ein Kaugummi. Cool. Oh, vielen Dank. Der hat definitiv geholfen. Als hätte ich den Knoblauch gar nicht gegessen. Okay, jetzt komme ich dran. Aber wisst ihr was? Ich will das nicht essen. Ich trage es einfach als Kette. Voll schön, nicht wahr? Nicht wirklich. Die Regeln besagen, dass du den Knoblauch essen musst. Also genieß ihn. Okay. Ich hatte gehofft, dass die Idee mit der Kette funktionieren würde. What? Aber wisst ihr was? Hä? Ich habe eine bessere Idee. Um den Knoblauch schnell und gründlich zu schälen, musst du ihn in ein Glas geben und gut schütteln. Seht ihr? Shake it, shake it, shake it. Wow. Ist das nicht toll? Okay, jetzt kann ich's probieren. Boah, das schmeckt ja mega eklig. Als hätte ich einen ganzen Mülleimer auf einmal gegessen. Boah, genau so riecht das jetzt auch. Hey, you! Hey, you! Ich weiß, was hier helfen kann. Wir brauchen dringend einen Lufterfrischer. Hier wird nichts helfen. Bis der Geruch aus meinem Mund verschwunden ist. Hey, you! Verdammt, was machen wir jetzt? Okay,
Ich sprüh's dir einfach in den Mund. Oh, das Spray ist alle. Naja, der Geruch ist auch weg. Ganz genau. Aber schmecken tut das auch nicht. Wie auch immer, Diana, jetzt bist du dran. Mädels, bitte, verschont mich. Ich kann nicht den ganzen Haufen hier essen. Oh, doch, das wirst du machen. Okay. Ich hoffe, ich muss nicht kotzen. Okay, noch kann ich das aushalten. Ich bin ein starkes Mädchen. Ich muss das schaffen. Boah, ist das eklig. Du meine Güte. Sie isst den Knoblauch direkt mit der Haut. Der Wahnsinn. Noch ein kleines Stückchen. Ich muss das schaffen. Oh no. Sei vorsichtig. Wirf doch nicht mit dem Müll nach uns. Ist mir egal. Ich hab's geschafft. Ich hab alles aufgegessen. Boah, wir ersticken doch gleich. Das riecht furchtbar. Ich weiß, was uns helfen kann. Wenn wir die Quelle des Gestanks abstellen, wird der Raum etwas besser riechen. Hey, ich kann nicht atmen. Hilfe! Diana, geht's dir gut? Hey! Ich hoffe, die lebt noch. Die ist bloß ohnmächtig geworden. Excuse me? Okay, mir geht's gut. Ich bin am Leben.